Moin Moin und hallo, herzlich willkommen. Der Bundesligaspieltag 1992 ist Geschichte. Wir haben einen neuen deutschen Meister. Wir gratulieren dem VfB Stuttgart. Ja, haben sie es am Ende doch noch gepackt. Was für ein Saisonfinale, vielleicht das spannendste seit Gründung der Bundesliga. Drei Vereine konnten vor dem letzten Spieltag noch deutscher Meister werden. In der Pole Position natürlich Eintracht Frankfurt. Auf dem zweiten Platz Stuttgart und Dortmund mit Außenseiterchancen. Trotzdem sah es bis kurz vor Schluss so aus, als wenn man im Westfalenstadion jubeln konnte, wo die Heimfans natürlich Public Viewing gemacht haben. Etienne, wir müssen aber erstmal mit dir anfangen, als Frankfurt Ultra. Du bist ja seit Wochen durch die Gänge gelaufen, hast im Prinzip schon Meister-T-Shirts angehabt. Niemand kann uns stoppen. Juche, SGE. Und hast uns dann eingeladen, schon auch zu dir nach Hause, zur Meisterfeier. Es war nur noch Formsache. Und dann kam Hansa Rostock. Nee, dann kam der Schiedsrichter. Und das muss man mal an der Stelle sagen. Ich wünsche mir den Tag, irgendwann mal, irgendwann, ich weiß nicht, 2170 oder so, da wird es eine Technik geben, da wird man das nachvollziehen können, was die Schiedsrichter für eine Scheiße verzapfen da unten auf dem Spielfeld. Mhm. Das ist unfassbar, ja. Weiß ich nicht, durch irgendeine Kameratechnologie oder so, wo man da noch mal drauf zoomen kann und gucken kann, was da passiert ist. Weil das ist ja ein Skandal. Das ist ja ein Skandal. Das hat ja im bezahlten Fußball heutzutage, die verdienen einen Arsch voll Geld, ja, 500.000 im Jahr, was weiß ich. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Also die Spieler, nicht die Schiedsrichter. Gott sei Dank die Schiedsrichter nicht. Die sind überbezahlt. Ja, du sprichst natürlich jetzt die 75. Minute an. Gehen wir direkt mal rein ins Spiel. Stefan Böger hat, ja, muss man so sagen, in einem verzweifelten Versuch einer Notbremse, Ralf Weber, alles noch rechnen, der einschussbereit vorm Torwart stand, quasi am Torschuss gehindert, ihn ganz klar von den Beinen geholt. Und das ganze Stadion, alle Rostock-Spieler, alle Frankfurter waren sich sicher, ja, das gibt es jetzt, diesen fälligen Elfmeter. Aber zum Entsetzen zumindest mal der Frankfurter blieb dieser Pfiff aus. Und so musste es die Eintracht dann im Spiel versuchen noch zu schaffen, aber man hatte ab diesem Zeitpunkt das Gefühl, vielleicht auch mit dieser Ungerechtigkeit, die sie dann mit sich rumgeschleppt haben, es ging nichts mehr. Die Eintracht war spätestens ab diesem Zeitpunkt sehr, sehr verkrampft und man hat auch das Gefühl, die Spieler glauben nicht mehr so richtig dran. Ja, man muss sich ja mal fragen, was ein Schiedsrichter sich dabei denkt. Der denkt ja, dass der Ralf in dieser Situation, anstatt den Ball reinzuschieben und deutscher Meister zu werden, der unterstellt ja dem Spieler, ich lasse mich jetzt fallen, 6 Meter vorm Tor, wo ich nur noch reinschieben muss. Das unterstellt einem der Schiedsrichter ja in dieser, das muss man sich mal vorstellen. Ja, aber der Schiri, Herr Berg, an der Stelle, hat ja nach dem Spiel auch gesagt, den hätte er geben müssen, den Elfmeter. Ach! Ja. Also, das war. Aber ich sag dir was. Ja. Die Eintracht wird verstärkt aus dieser Situation rausgehen. Auf Jahre hinweg, weil wir sind ja wahre deutscher Meister, auf Jahre hinweg wird diese Eintracht die Bundesliga dominieren in den nächsten Jahren. Ja, da müssen wir drüber sprechen, inwiefern der Kader vielleicht auch zusammenbricht. Wer kann da überhaupt gehalten werden? Das ist natürlich auch. Wer will denn woanders spielen? Naja, also so eine Enttäuschung, die verbindet man ja auch mit einem Ort, mit einem Verein. Und um dieses Gefühl loszuwerden, braucht der ein oder andere vielleicht einen Tapetenwechsel. Und da müssen wir mal schauen, wie die Eintracht sich dann in der neuen Saison überhaupt aufstellen kann. Mhm. Wir wollen aber nicht nur über die Frankfurter sprechen. Tobi, Stuttgart mit diesem Autoschieber da. Auch. Bitte lass Gaudino in Ruhe. Hansa Rostock. Mhm. Auf die hat ja niemand einen Pfifferling gegeben. Mhm. Ja? Sie hatten aber noch eine theoretische Chance, den Abstieg zu verhindern. Dazu hätte jetzt Wattenscheid verlieren müssen. Das ist nicht passiert. Stuttgarter Kickers hätte verlieren müssen. Die haben auch gewonnen zu Hause gegen Bochum. Jetzt war dieser Sieg für Rostock am Ende wertlos. Aber hat man diese Rostocker unterschätzt? Ja, das war das Rostocker-Gesicht, was wir am Anfang der Saison hatten, wo sie ja kurzzeitig Tabellenführer war. Da haben wir noch richtig gemerkt, die waren giftig, die waren gallig. Die hatten keinen Bock, weil diese Meisterfeier. Da haben wir halt gemerkt, die Hälfte des Stadions ist voll mit Frankfurter Fans. Wie kommen die überhaupt ins Ostseestadion hier alle rein, haben die sich gefragt. Mit dem Zug. Ja, mit dem Zug. Und dann, das war, da hatten die keinen Bock drauf. Hast du wirklich gemerkt, die wollten sich da reinwerfen. Ja. Ja. Okay. Haben da wirklich mit allem sich dagegen gekämpft und dann noch ihre letzte Chance zu wahren, wussten, das war eigentlich aussichtslos, also da musste so und so viel richtig laufen, aber haben sie nicht aufgegeben, muss man ihnen ganz klar sagen. Mhm. Ja.
also auch 1-0 in Führung gegangen, ja. Muss man sagen. Dann kam der Ausgleich ausgerechnet, will man meinen, Axel Kruse, der Rostocker Jung, der verlorene Sohn, der ja auch im Mannschaftshotel, ne? Der hat ja mit der Frankfurt Eintracht im selben Mannschaftshotel gelebt, wie er früher noch zu DDR-Zeiten immer auf den Fahrten gastierte. Und der hat sich da zu Hause gefühlt und der dachte, ich komme hier nach Hause, feiere hier den deutschen Meistertitel. Was Besseres kann es ja gar nicht geben. Und am Ende wird es die Enttäuschung vielleicht seiner Karriere, muss man abwarten, was er noch für Erfolge feiern kann. Aber so einen Meistertitel holst du auch nicht jedes Jahr. Das ist natürlich auch eine ganz besondere Geschichte nochmal in der Geschichte. Eine Geschichte in der Geschichte quasi. Ja. Als jemand, der da hergekommen ist, Republikflüchtling, ja, das ist ja auch schon Geschichte. Ja. Ja, und der schoss dann das 1-1 und dann dachte man, Mensch, jetzt kriegt der Eintracht die Kurve. Aber ich bis zum Elfmeter haben wir gerade schon gesagt und dann war fast. Die haben ja nur das Tor gebraucht. Sie haben ja nur das Tor gebraucht. Sie haben ja auch sind ja auch angelaufen. Ja. Und dann diese Elfmeter-Geschichte, muss man auch sagen, wir sind ja beim Fußball, nicht? Das ist ja jetzt ja nicht irgendwie so ein Weichlingssport wie Handball oder sowas. Das ist Fußball und da finde ich auch, wenn du von hinten umgetreten wirst, da bleibst du stehen. So hat sich das zu sagen im Fußball und er wird auch nicht lamentiert. So. Ja. So, klar, aber hätte er pfeifen können, hätte er pfeifen können. Hat ja auch nicht Limmendings da, der Weber. Der ist ja ruhig geblieben. Er ist ja sachlich angenommen. Hat ja wie ein Mann gesagt, gut, Schiri pfeift, weiter geht's. Also einige Frankfurter Spieler haben im Nachhinein gesagt, wenn sie Ralf Weber nicht zurückgehalten hätten, hätte er den Schiedsrichter täglich angegriffen. Hat er ihn angegriffen? Ja, er wurde zurückgehalten. Hat er ihn angegriffen? Er hat's versucht. Hat er ihn angegriffen? Er hat's versucht. Er hat's nicht versucht, er hat's nicht geschafft. Wenn Ralf Weber jemanden angreifen will, dann greift er ihn an, ganz einfach. Ganz einfach. Okay. Ganz einfach. Der hat ihn nicht angegriffen. So. Na gut. Vielleicht gibt's ja irgendwann eine Technologie, die irgendwas, was ja, das heißt Fernsehen Fiction passiert, nochmal, dass man das sich nochmal angucken kann. Ein bisschen kann. Viel Stop Ralf Weber, das Star Trek. Ja. Vielleicht, wer weiß. Ja. Lass uns mal ganz kurz, bevor wir jetzt gleich auch über die anderen Spiele sprechen, die natürlich dann auch entscheidend waren, ja, wenn alle anderen verloren hätten, hätte Frankfurt trotzdem Meistertitel feiern können. Lass mal auf die Tabelle schauen. Das ist die Abschlusstabelle 1992, die erste Bundesliga-Saison, vielleicht auch die letzte mit 20 Teilnehmern. Denn wir haben ja hier aus der alten DDR-Oberliga mit Rostock und Dynamo Dresden zwei Vertreter begrüßen dürfen, von denen wir uns leider vom Hansa Rostock schon verabschieden müssen. Auch die Stuttgarter Kickers gehen runter. Ja. Tja, Überraschung auf jeden Fall positiv Dresden, aber lass uns erstmal nach oben gucken, denn da war es ja hauchzart. Also vor dem Spiel haben wir schon gesagt, Frankfurt auf Platz 1 mit dem deutlich besseren Torverhältnis. Ein Sieg hätte also auf jeden Fall gereicht. Stuttgart ist auf Platz 2 gewesen und Dortmund auf Platz 3. Und ausgerechnet dieses Dortmund, was als ja die Mannschaft mit den wenigsten Aussichten auf den Titel in das Rennen gegangen ist, die waren bis kurz vor Schluss fast deutscher Meister. Und dazu muss man verstehen, was in Stuttgart oder was in Leverkusen passiert ist im Prinzip, als Stuttgart dort nach einer roten Karte gegen Matthias Sammer beim Stande von 1-1 ja auch schon wie der ja, Depp aussah, die diese Chance also nicht nutzen würden. Und dann kam Guido Buchwald, unser Nationalspieler, und köpft also, ich glaube, es war die 87. Minute, 86. Minute in Unterzahl, das alles entscheidende, siegbringende Tor. Ja, da konnte man auch gar nicht mehr mit rechnen. Ich glaube, in Dortmund hat man schon gefeiert. Ne? Also Dortmund, die haben ja schon da eigentlich am Transistorradio die ganze Zeit gehangen, Konferenz, die berühmte Radiokonferenz, dich da reingezogen, mehr als das eigene Spiel. Ja. Weil die haben vorne gelegen. Ja klar, Stefan Chapuisat, der Mann der Saison, mit ihrem völlig unbekannten Trainer Ottmar Hitzfeld haben sie nochmal komplett die Liga auf links gedreht in der Rückrunde, die Dortmunder. Und hatten sich schon so hier am Happy End gewähnt, haben gedacht, hey, wir sind ja die große Sensationsmeister. Ich meine, wer glaubt denn schon, dass Dortmund ein Meisterschaftskandidat ist? Albern ist das. Ist albern, ist das eigentlich so. Aber dann, das Imperium schlägt zurück natürlich. VfB Stuttgart, letzte Minute, hast du ja gerade gesagt, Guido Buchwald, Weltmeister, der hat ja auch die Eier dann. Der hat die Eier einfach als Weltmeister, bringt damit für so eine Aktion. Ja, dem ist machen. Das völlig egal, dem ist das völlig scheißegal. 86 Minuten, der köpft das Ding da rein. Und ich sag euch eins, das ist auch verdammt wichtig, dass Guido Buchwald dieses Selbstvertrauen mitnimmt für die anstehende Europameisterschaft. Und wir brauchen einen Guido Buchwald in Meisterform. Und sorry, Ralf Weber ist für die deutsche Nationalmannschaft jetzt nicht der entscheidende Spieler, aber ein Guido Buchwald ist der, der uns mit seiner Kopfballstärke, mit seiner Gewinnermentalität zum Titel schießt bei der Europameisterschaft. Ja, wenn du das meinst, ist ja ist ja ein freies Land hier, ist ja nicht die DDR, ne? Kannst ja sagen, was man will. Ich weiß, für mich, ganz kurz, hier geht es nicht um die Europameisterschaft, aber für mich ist Deutschland neben Jugoslawien Top-Favorit. Ich sag dir eins, dieser Matthias Sammer, das wird nichts.
Ja. Der hat ja nicht alle Tassen im Schrank. Ne? In so einem wichtigen Spiel, da merkst du, das ist ein Spieler, der hat das Spiel einfach nicht verstanden. Ja, das ist da geht's um alles. Und da macht er so einen Quatsch, ne? Das ist völliger so ein Quatsch. Ist das. Der hat noch in der Kabine geheult, da sind die draußen Meister geworden, weil der einfach ein bisschen langsamer ist. Ne? Der hat, glaube ich, erst am nächsten Tag erfahren, dass er Meister geworden ist. Mhm. Aber lass uns darüber sprechen, tatsächlich. 79. Minute. Also Matthias Sammer ist ein hochtalentierter Spieler, sein Vater auch ein hochdekorierter Trainer gewesen in der DDR. Und jetzt ist dieser Spieler, von dem man ja wirklich sich viel erwartet, auch in der Zukunft. Er wird auch für die deutsche Nationalmannschaft natürlich spielen. Und dann hat er diese Situation, es geht um alles. Sie haben es in der eigenen Hand, sie können deutscher Meister werden. Und dann kassiert er eine gelbe Karte und dann meckert er und macht halt diese Handbewegung, wo man ja genau weiß, das kannst du ja nicht machen. Das kannst du nicht machen. Das ist respektlos. Das ist respektlos dem Schiedsrichter gegenüber. Respektlos dem Schiedsrichter. Man muss auch ein bisschen mehr Respekt dem Schiedsrichter gegenüber bringen. So wie ein Ralf Weber das zum Beispiel macht. Das ist ein knallharter Job da draußen. Die müssen innerhalb von Bruchteilen von Sekunden müssen die Entscheidungen treffen. Also sie können sich theoretisch auch ein, zwei Sekunden Zeit lassen für die Entscheidung. Bruchteile. Und dann so ein erfahrener Spieler wie Matthias, sag mal, wie alt ist der? 19, 20? Ja, und dann auch noch so eine herablassende Geste, hätte ich auch vom Platz gestellt. Ja. Den hätte ich gesperrt, 2 Saisons. Na, ich muss ehrlich sagen, so als Mannschaftskamerad oder auch als Trainer, auch als Fan, wäre ich ja so sauer gewesen. Richtig. Das wird jetzt überstrahlt durch das Glücksgefühl der Meisterschaft. Und wer weiß, vielleicht wäre ja Stuttgart auch zu 11 gar nicht mehr zu diesem Tor gekommen. Ne? Das ist ja auch eine sogenannte Kausalitätskette. Man weiß es ja nicht. Aber wie kann einem Mann sowas passieren in so einer Situation? Du musst ja auch bedenken, wir haben ja auch große Hoffnung in ihn. Ja. Auch als ganzes Land, weil Lothar Matthäus hat jetzt vielleicht noch ein paar gute Jahre, 2, 3 vielleicht, auch wenn er jetzt in Italien nochmal einen zweiten Frühling erlebt, aber trotzdem, der wird nicht jünger. Aber der wird ein sensationeller Trainer. Lothar Matthäus wird alles gewinnen als Trainer. Es gibt keinen intelligenteren, mit Fußballverstand ausgestatteten Mensch. Ja, da sind wir alle von. Franz hat ihm alles beigebracht. Der wird die Bayern übernehmen, der wird Deutschland übernehmen und die Nationalmannschaft. Ja, also ich kenne dich ja normalerweise eher mit gewagten Thesen. Heute fällst du eher mit so Dingen auf, die jeder annimmt. Hätte ich mir gewünscht, dass du da vielleicht doch noch, dass ein bisschen mehr von dir kommt. Noch ein bisschen, du bist ja bekannt dafür, dass du auch auf den Tisch haust und mal Dinge sagst, die jetzt nicht jeder denkt. Also, mach doch mal weiter. Ja, aber nochmal zurück zum VfB Stuttgart, weil das ist ja trotzdem eine Geschichte auch. Ne? Ich weiß, dass du als Eintracht-Fan, du siehst das jetzt ganz anders, verstehe ich auch. Und dass du jetzt auch Christoph Daum ähnlich gut findest, wie Uli Hoeneß ihn gut findet, das verstehe ich auch. Aber dass die da dann zu 10 dann sagen, da scheißen wir drauf, wir gehen jetzt alles nochmal nach vorne, das ist unsere Chance. Das ist, die haben da gespielt, als würden sie in den Krieg ziehen. Und hat ja auch Christoph Daum vor dem Spiel hat er ein riesiges Plakat aufgehängt. 15:30 Krieg. Krieg in Leverkusen. Krieg in Leverkusen, ja. Der Krieg ist zurück. Ja, und das haben sie auch gezeigt dann auf dem Feld. Das haben sie halt wirklich dann nochmal alles nach vorne geworfen, um halt diese letzte Chance, Meisterschaft zu wahren, auch zu 10. Und das haben sie gemacht. In Person von Guido Buchwald. Ja, können sich freuen. Letzte Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Genießt es. Ich verstehe deine Bitterheit, ich verstehe es, aber am Ende muss man ganz klar sagen, hat die Eintracht das in den letzten Wochen auch selber liegen lassen. Die Chancen waren da, aber man hat dann einfach zu viele Unentschieden gespielt, jetzt auch gegen Bremen da dieses Unentschieden. Weißt du warum? Na? Ja, weil sich alle gegen uns immer hinten reinstellen, ja, und keiner spielt mehr Fußball. Wer spielt denn den schönsten Fußball in der Liga? Weißt du, wie schwer das ist gegen so Vereine, die da hinten mit 12 Mann da drinnen stehen? 11. 11 Mann. Ja. Also eigentlich 10 und der Torwart halt. 10. Aber die machen dann taktisch. Ja, Fußball ist ein Sport Mann gegen Mann. Das ist Mann gegen Mann. Jeder hat einen Mann. Und dann musst du dich durchsetzen können. Darum geht's hier. Und das hat, ja, klar ist das scheiße, wenn du dann irgendwo spielen musst, da am Arsch der Heide. Irgendwo in Ostdeutschland da, in der ehemaligen Zone. Und dann ihr habt ja recht. Das ist halt einfach bei der Eintracht, ist das schon immer so gewesen. Ja? Das ist so, du haust hier aus der Top 5 alle weg, keiner hat eine Chance. Und dann kommt Hansa Rostock, abstiegsgefährdet. Machen wir mal langsam, ne? Da wird schon gefeiert, da musst du dir mal vorstellen, sind ja 3 Tage vorher, sind ins Mannschaftshotel gefahren und machen da irgendwie Party an der Ostsee. Glaube ich, Spinne. So, da wirst du doch bekloppt. Die haben noch nicht mal alle Tassen im Schrank. Die haben ja schon gefeiert. Das ist das Problem bei der Eintracht. Das ist das Problem bei der Eintracht. Das sind nicht die Spieler. Das ist diese Mentalität. Aber ich sag dir, da wird man dran arbeiten.
Und dann ist das ist alles machbar. Aber jetzt so rückblickend betrachtet, hat man ja zumindest 3 Tage gefeiert. Ja, gut. Also das kann den ja keiner mehr nehmen. So, wenn die jetzt 3 Tage vor dem Spiel nicht gefeiert hätten, hätten sie jetzt überhaupt nicht gefeiert. Das ist das, was bleibt. Ja. Frag mal die Spieler 10, 20, 30 Jahre später, was im Kopf bleibt. Die Feier. Ja. Da muss man, finde ich, jetzt aber, wo man schon bei dem Thema ist, auch über Stepanovic sprechen. Ein kultiger Trainer, der natürlich auch Frankfurt so eine schöne Farbe gibt, der immer auch für ein gutes Zitat zu haben ist. Wir als Journalisten mögen das auch sehr gerne, ihm am Mikrofon zu sehen, zu hören. Inwiefern muss man auch ihm anlasten, dass die Mannschaft falsch vorbereitet in dieses Spiel gegangen ist? Ja, muss man. Am Ende ist der Trainer verantwortlich, muss man sagen. Am Ende hat er es auch nicht geschafft, die richtigen Leute einzustellen und aufzustellen. Ist er nächste Saison noch Trainer? Ja, natürlich. Die Eintracht ist ja kein Verein, der da leichtfertig Leute rausschmeißt. Die wissen ja auch, was sie an den Spielern und am Staff haben. Ja, reden wir über Stuttgart jetzt. Den deutschen Meister. Stuttgart. Christoph Daum, ein junger, wilder Trainer, dem die Zukunft gehört. Das muss man ganz klar sagen. Da ist eher die Frage, wie lange bleibt er in Stuttgart? So einem Fachmann, so einem Motivationskünstler, dem stehen ja alle Türen offen. Nicht nur in Deutschland, sondern sicherlich auch in Italien, dem stärksten Fußballland, was wir haben auf der Erde. Und natürlich auch bei den Bayern. Und da würde ich auch ganz kurz noch mal drüber sprechen, jetzt im Zusammenhang mit Christoph Daum. Die Bayern mit einer absoluten Katastrophensaison. Die haben 5 der letzten 7 Meistertitel geholt. Aber diese Saison war ja wirklich grauenvoll. Wir erinnern uns an die erste Trainerentlassung bei den Bayern. Dann hat der Sören Lörbi übernommen, der ehemalige Spieler. Das war ja eine absolute Vollkatastrophe. Nachdem Heinkes gegangen wurde, dann hatten wir Erich Ribbeck, der dann am Ende drauf saß. Und dann haben wir hier Platz 10. Das ist einfach eine Katastrophe. Frage 1. Sind die Bayern am Ende? Ist die große, glorreiche Zeit der Bayern vorbei? Und zweitens, kann nur Christoph Daum die Bayern retten? Ja, ich sag dir eins. Jupp Heynckes, für mich, einer der Besten, die es je gemacht haben. Und Bayern, das passt einfach nicht. Das ist von der Mentalität her, das passt nicht. Jupp Heynckes und der FC Bayern München, da musst du einfach einen Trainer nehmen, der den Verein versteht und lenken kann. Und das ist nicht der Fall. Und deshalb sind die so schlecht. Ja, aber ich glaube schon, ich würde es andersrum sehen. Ich würde dir ganz heftig widersprechen. Also der Uli Hoeneß hat sich da auch schon ein bisschen hier aufs Glatteis geführt, als er den Rufen Heynckes rausvertraut hat. Ich meine, der Heynckes, der ist Meister geworden mit der Mannschaft. Der hat die Mannschaft wirklich an die höchsten Höhen geführt. Und dann schmeißt du ihn nicht raus, nur weil du in Homburg im Pokal verlierst. Also das ist doch zu wenig. Das ist Homburg. Und dann Sören Lörbi, der noch nie irgendwas gerissen hat, da dann zu holen, der noch nie irgendwo Trainer war und dann am liebsten Spieler gewesen wäre. Das war eine völlige Fehlentscheidung. Also für mich ist Uli Hoeneß angezählt hier. Und klar, solange Uli Hoeneß in München ist, kann Christoph Daum nicht nach München kommen. Dafür ist zu viel halt passiert zwischen den beiden. Aber es wird der Tag kommen, da wird Uli Hoeneß nicht mehr in München sein. Und dieser Tag, der ist nicht fern, glaube ich. Nach dieser Chaos-Saison, alle Personalentscheidungen waren falsch, die sie gemacht haben. Also zu hoffen, dass Stefan Effenberg der neue Leader der Mannschaft wird, das war ein Fehler. Das hat nicht funktioniert. Ja, es ist gut für die Liga, das muss man auch mal sagen. Du hast es gerade gesagt, letzten 5 Meisterschaften an FC Bayern. Und ich glaube, wir sind an einem Wendepunkt. 7, ja. Ja, wir sind an einem Wendepunkt. Und man muss einfach mal sagen, diese Dominanz des FC Bayern der letzten Jahre ist gebrochen. Neue Vereine, FC Köln, Stuttgart, Frankfurt, Leverkusen, vielleicht Dortmund, muss man mal gucken. HSV sich auch gut umkommen. Ja, und da muss man wirklich sagen, dass da also eine neue Ära quasi beginnt an Top-Vereinen. Und der FC Bayern, der wird diese Vormachtstellung jetzt auch verlieren. Und andere Vereine können an der Spitze glänzen. Das ist gut für die Liga. Und auch da muss man Jupp Heynckes Danke sagen. Ja, auf jeden Fall. Volle Zustimmung. Wenn du guckst, wer das Frankfurt reist da mit Zehntausenden nach Rostock da an, Dortmund, da reisen auch zigtausende jedes Wochenende mit, wo die diese junge, begeisternde Mannschaft sehen wollen. Ottmar Hitzfeld, Christoph Daum, das sind so die Namen der Zukunft. Da sehe ich die Zukunft und nicht mehr da in München irgendwo, sondern das ist jetzt wirklich so eine Wachablösung, glaube ich auch, ja. Ja. Da muss man schauen, wie tief der FC Bayern fallen kann. Nicht, dass am Ende dann ein Abstieg steht. Und das war ja knapp, die Saison. Also sie waren ja wirklich lange im Abstiegsnähe. Ja, genau. Und das ist natürlich auch die Frage, welche Spieler bleiben da jetzt auch in München? Wer will da jetzt in dieser unruhigen Situation interne Grabenkämpfe, die Presse zerreißt, den Club, die Führung, die Spieler, wer will denn überhaupt noch jetzt bei den Bayern spielen?
setzt da jetzt vielleicht auch so eine Art Spielerflucht ein. Wir wissen, da gibt es immer in Italien zahlungskräftige Vereine. Wir haben auch in der Nähe Stuttgart natürlich ist nicht so weit weg. Ne? Kann man ein paar hundert Kilometer schwupps. Hast du ein besseres Leben? Spielst du beim Deutschen Meister? Ist ja schon passiert, ja. Reuter, Kohler. Alle weg. Alle weg, ne? Was willst du denn? Ich meine, Italien, ne? Das ist einfach, das ist ein schönes Land, gutes Essen, ja. Hübsche Frauen, Fußball wird auch gespielt. Ja, ja. Ist doch klar. Wenn ich Jürgen Kohler wäre, dann würde ich erstmal zum Friseur gehen. Was ist da los? Ja, finde ich auch. Ja, so endet die Saison mit einem Überraschungsmeister. Aber es gab ja noch viel mehr, was passiert ist. Wir gucken uns doch mal die Tabelle an. Und ich würde gerne mal von euch wissen, neben Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern, jetzt machen wir unsere beliebten Kategorien, fangen wir an mit der größten Enttäuschung. Wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, klar, die Bayern sind natürlich de facto die größte Enttäuschung. Wer fällt euch noch ein, wo hättet ihr vor der Saison gedacht, die hätte ich ganz woanders vermutet? Schwierig, 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 schwierig. Natürlich Düsseldorf. Ja. Hat natürlich sehr wenig gerissen jetzt, außer dem Sieg am letzten Spieltag jetzt nochmal, um ein bisschen die Ehre zu retten. Für die Ehre. Aber ist auch natürlich ein Verein, große, große Ambitionen immer. Aber haben in den letzten Jahren das nicht mal gehalten. Das ist schon eine sehr, sehr große Enttäuschung, dass die sogar noch hinter den Ostvereinen gelandet sind. Ja. Aber ich finde auch, Werder Bremen ist eine Riesenenttäuschung. Ja, klar. Muss man ganz klar sagen. Auch Kaiserslautern ist ein Verein, also das sehr viel schlechter geht's ja gar nicht mehr für Lautern. Also fünfter Platz, das wird denen im Gedächtnis bleiben. Was für der Betze brennt. Ja, der Betze brennt zu Recht beim fünften Platz. Also das kann nicht der Anspruch sein. Ja, gehe ich mit. Für mich auch der HSV, muss ich sagen. HSV, ach da, ja. Auf Platz 12 eingelaufen am Ende. Das ist was, was man hier im hohen Norden gar nicht gerne sieht. Nur Zwölfter. Das ist einfach viel zu wenig. Die Ambitionen des Clubs sind viel, viel höher. Die Stadt, die Möglichkeiten, dieses wunderbare Volksparkstadion mit dieser tollen Tatanbahn, die so schön ist. Und da nur Zwölfter zu werden, ist auch, finde ich, eine Enttäuschung. Wäre nicht schlecht, wenn die HSV-Spieler die Tatanbahn mal nutzen, vielleicht. Die Kondition. Also, ja. Ja, also du musst auch ein bisschen sehen, jetzt die Zeit von Ernst Happel ist vorbei. Das ist nicht mehr die guten alten Jahre. Klar, 12. jetzt ist natürlich, das ist enttäuschend. Also HSV ist schon so ein Verein, der wird die nächsten Jahre auch immer so um 5, 6, 7 mitspielen. Aber dass die ganz oben angreifen, sehe ich jetzt erstmal nicht. Aber klar, dies ist ein Verein, der wird der Bundesliga erhalten bleiben, klar. Mit so ja, der ist unabsteigbar, der Verein, der ist zu groß. Ja, natürlich, klar, ja. Hast aber du einige trotzdem. Vereine, so Köln oder sowas, da glaubst du ja auch nicht, dass die mal weg. Also das sind ja einfach Vereine, die gehören dazu, so die bleiben auch die so. Bleiben auch, ja. Köln, Kaiserslautern, schieß mich tot. Aber der HSV ist da noch der, die aktuell einfach am meisten enttäuschen. Aber momentan halt, das ist die Zeiten von Günter Netzer, von, ja, das von Felix Magath, Ernst Happel, das ist vorbei. Musst du auch mal akzeptieren, so ein bisschen. Ja, jetzt. Aber da müssen dann halt neue Felix Magaths, Ernst Happels und so weiter kommen. Und das ist das Problem, was ich da jetzt beim HSV sehe, die verfehlte Transferpolitik einfach. Man muss da viel aggressiver vorgehen auf dem Transfermarkt. Man muss auch mal bereit sein, ein bisschen Geld zu bezahlen und einen Spieler zu sich zu locken, von dem man auch wirklich überzeugt ist. Und das sieht man ja auch in Frankfurt einfach. Da werden dann Gelder akquiriert auf, sag ich mal, sehr unkonventionelle Art und Weise, um dann Spielern auch vielleicht noch unter der Hand vielleicht. Ja, man könnte ja auch machen. Holt euch doch Yeboah. Holt euch doch Yeboah. Könnt ihr mal versuchen. Ja, Yeboah ist natürlich, der wird nie in Hamburg spielen. Das muss man jetzt auch nicht unter die Nase bleiben. Du musst jetzt reingehen. Das Geld kommt rein. Das Geld kommt. Ja, ich meine jetzt hier dieses neue, dieses Prim, wie heißt das da? Premiere. Teleclub. Da hatte ich mich beworben. Das ist Teleclub. Ja. Das ist neu und jetzt kommt ja nächstes Jahr ist ja diese neue Sendung auf Ran, genau, die kommt ja Bundesliga zeigt, diese UEFA diese hat da irgendwas mit Männer da ran, die machen da Champions League oder Liga der Champions. Von der Champions League. Also ich muss sagen, ich kann dem nichts abgewinnen. Der HSV 1983 Landespokalsieger, größer wird's nicht. Und diesen altehrwürdigen Pokalwettbewerb jetzt so zu verunstalten und da jetzt irgendwie so mit Tabelle und was. Völliger Quatsch. Also, sorry. Das ist wieder mal, da hat sich der DFB mal wieder irgendwas ausgedacht. Er war ja nicht der DFB, aber es ist. Ja, wer denn sonst? Die UEFA. Er ist doch der DFB. Ja.
Das ist ja völliger Quatsch, was die sich da immer ausdenken, hier irgendwie noch zusätzlich ein bisschen Geld zu machen. Unfassbar, oder? Aber die Parkplatzsituation am Waldstadion, um die, wer kümmert sich um die? Ja? Da kommt Kohle rein. Cash, Moneten, Money. Das ist das, was heute zählt. Das ist das, was heute in der heutigen Welt zählt, das nur noch. Das kennt ihr, das wisst ihr, das wissen wir alle. Da zählt die Kohle, da kommt die Kohle her und jetzt versuchen die da irgendwie, dann nennen sie es halt die Champions. Ja, was hast du gesagt? Champions League? Champions League, glaube ich. Englisch ist das. Englisch, ja, diesen ganzen neuen Englisch. Ich weiß nicht, ob man zu Deutsch dann die Gewinnerliga ist. Das ist der Weg, der jetzt kommt. Ja, wer nimmt denn da teil? Ja, irgendwie die Champions. Ja, Stuttgart jetzt. Nur Stuttgart. Ja, aus Deutschland, nur Stuttgart. Die Meister halt, ja. Champions halt. Aber Sieger. Halt mit so einem Gruppensystem und schieß mich tot. Also nicht mehr so K.O. wie früher jetzt, sondern also Das ist das Geilste. Das Geilste, dass jetzt hier irgendwie Bayern spielt gegen BK Kopenhagen. Dann nehme ich doch lieber den UEFA Cup. Das ist doch viel besser, der UEFA Cup. Der UEFA Cup bleibt uns. Ja, das ist noch Da treffen sich die richtigen Vereine so. Aber klar, aber du hast ja gesagt, da geht es ja ums Geld. Da musst du jetzt mal ein bisschen investieren. Dortmund macht das vor. Dortmund, die hauen das Geld raus. Wen holen die denn? Allein Stefan Chapuisat, der Spieler der Saison für mich. Denkst du dir, wieso zahlen die da so Geld für den? Ihr müsst ja nicht viel zahlen, weil die haben sie ja da aus der Schweiz da rausgelockt. Der ist ja froh, wenn er nicht mehr in der Schweiz spielen muss. In diesem armen Land. Ja, die sind ja alle froh, wenn sie die Schweiz verlassen können. Ist ja akut kriegsgefährdet. Ja, weil sie sich das mit ihren umliegenden Nachbarn verscherzt haben. So. Ist so. Ich an Österreich stelle, wäre ich auch stinksauer. So. Dann kann jederzeit was passieren. Da würde ich auch das Weite suchen und nach Deutschland gehen. Tja, aber darum soll es nicht gehen. Das ist jetzt hohe Politik. Das muss unser Können sich ja Matthias Sammer holen. Sag mal, kann es sein, dass du so ein bisschen deinen Frust über die verpasste Meisterschaft in Häme umwandelst? Als ob das die letzte Chance auf die Meisterschaft war für die Eintracht. Ich muss einfach mal angucken, was wir da für Spieler haben. Wir sind auf Jahre Meisterschaftskandidat, mein Freund. Ob das dieses Jahr ist oder nächstes Jahr, ist mir doch egal. Wir werden sehen. Ja, lass uns noch ganz kurz, bevor wir die Sendung beenden, einen Blick vorauswerfen. Was kommt denn noch nach dieser geschichtsträchtigen Saison? Wir haben natürlich auch schon angesprochen, die Europameisterschaft. Die haben wir, und du sagst, Eintracht ist auf Jahre unschlagbar. Unser ehemaliger Bundestrainer Franz Beckenbauer hat ja gesagt, Deutschland ist jetzt eben auch mit den neuen Spielern aus dem Osten auf Jahre unschlagbar. Also alles andere als der Europameisterschaftstitel wäre eine Enttäuschung. Ja, muss einen guten Torwart reinstellen. Ne? Muss man ganz klar sagen, Berdi Vogt muss sich jetzt beweisen. Der hat jetzt hier die Beste aus zwei Welten. Der hat noch die guten alten Weltmeister, die ja gezeigt haben, dass sie die Besten der Welt sind. Und jetzt noch mit den Spielern aus der ehemaligen DDR dazu. Das ist halt schon ein Material, da träumt jeder andere Trainer der Welt davon, dass er mit sowas zusammenarbeiten darf. Der muss da eigentlich jetzt liefern. Der muss jetzt liefern bei dieser Europameisterschaft und da zeigen, zack, was er kann. Mach ich mir keine Sorgen. Einzige Torwart-Situation, ne? Also Bodo Ilgner. Weiß ich nicht, ob das wirklich Deutschlands bester Torhüter ist, aber man muss ja selber wissen. Wen siehst du denn? Uli Stein natürlich. Nach der verpassten Meisterschaft jetzt in Uli Stein. Uli Stein ist trotzdem der beste Torhüter. Ja, aber man kann auch nicht eine Verlierermentalität zwischen den Pfosten haben. Aber es lag ja mit Sicherheit nicht an Uli Stein. Naja, also Uli Stein hat, finde ich, auch, also korrigiert mich, aber es lag mit Sicherheit der. Bist du nicht HSV-Fan? Ihr wärt froh, wenn ihr Uli Stein zwischen den Pfosten hättet. Ja, aber hast du das gesehen, das 2-1 von Rostock? Ja. Was macht ein Torwart außerhalb des eigenen Strafraums? Das macht er da. Die mussten ja Vollgas nach vorne gehen. Ja, aber der Torwart gehört in den eigenen Strafraum. Zwischen die Pfosten. Der heißt ja Torwart und nicht Mittelkreiswart. Ja, da kann ich nichts sagen. Also für mich hat Uli Stein die Meisterschaft fast im Alleingang verloren. Aber das ist ein anderes Thema. Unsere Zeit ist vorbei. Das war fürs Erste die letzte Ausgabe Bundesliga. Herzlichen Dank, dass ihr uns die ganze Saison 1991-92 treu geblieben seid mit einem furiosen Finale. Was, glaube ich, hätte man kaum besser schreiben können. Natürlich, man hätte es vielleicht aus deiner Sicht besser schreiben können. Aber wohl weniger, also dramatisch hätte man es kaum schreiben können. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann zur Europameisterschaft. Wir werden ein bisschen was machen zur EM. Wir freuen uns schon. Und dann sehen wir uns natürlich zum Aufgalopp der frischen neuen Bundesliga-Saison 1992-93. Dann mit dem VfB Stuttgart als deutscher Meister. Bis dahin. Habt ihr gehört gestern bei Wetten, das war Christopher Burke. Oh, da reden wir gleich nochmal drüber. Ihr absoluter Hammer. Macht jetzt mal schön die Kiste aus und einen kleinen Spaziergang. Frische Luft tut gut. Glaubst du, der hat live gesungen? Ich will, ja, der hat die Sing nicht live. Ja, der schon. Der hat